Willkommen zurück bei Detroit, Leute. Es geht weiter bei Kara und Alice. Tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Es war also kein Albtraum? Nein. Nein, es war kein Albtraum. Du musst Hunger haben. Du solltest baden, danach gehen wir los und besorgen was zu essen. Was meinst du? Okay, ich lass dir ein Bad ein. Machen wir das mal. Wichtig ist, dass wir nicht nochmal mit dem Typen an der Rezeption sprechen. Wir müssen hier sofort danach raus. Da wir uns nicht ausweisen können. Oh. Ach so, Haare schneiden. Ich dachte, das ist jetzt wegen diesem Ding da am Kopf, was Marcus sich auch rausgeholt hat. Eine neue Haarfarbe. Ich bleib mal bei Blond. Jetzt ist es ein wesentlich helleres Braun. Ja, oder? Oder bleib ich einfach bei Braun? Wir bleiben bei Braun. Steht ihr am besten. Jetzt entferne ich das Ding. Keinerlei Anzeichen mehr, dass Kara mal ein Android war. Okay, das wird reichen. Oder noch ein Android ist, eher gesagt. Ich denke, wir sind trotzdem noch Androiden, auch wenn wir uns dieses Ding da oben entfernen. So bist du viel hübscher. Jetzt siehst du wirklich wie ein Mensch aus. Ach ja, ich persönlich fand die langen Haare etwas besser, aber das ist wohl Präferenz. US-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. Erster Androiden-Zoo wird eröffnet. Oh, warte. Nee. Wir lesen uns den Artikel hier jetzt durch. CyberLife eröffnet in Los Angeles den ersten Androiden-Zoo, in dem sämtliche exotische Arten präsentiert werden, die in den letzten 30 Jahren ausgestorben sind. Okay, das ist schon irgendwie cool. Lederschildkröten, Eisbären, Berggorillas, afrikanische Elefanten und diverse Tigerarten gehören zu den größten Attraktionen. Ja, wir können nur... Das ist jetzt wahrscheinlich so eine Anlehnung darauf, dass das auch im Real Life gefährdete, bedrohte Tierarten sind. Wir können einfach nur hoffen, dass die nicht aussterben. Wir können einfach nur irgendwie versuchen... das zu verhindern, hoffentlich. CyberLife-CSR-Sprecherin Danielle Carnegie sagt, der Zoo wende sich an Menschen jeden Alters und habe die besondere Aufgabe, die jüngere Generation über die Bedeutung des Schutzes unserer fragilen Umwelt zu bilden und zu inspirieren. Ja, auf jeden Fall. Weil Eisbären sind ja die am allermeisten unter dem Klimawandel leiden müssen, obwohl sie damit ja überhaupt nichts zu tun haben. Zwar beklagen Umweltschützer den Zoo mindere das Bewusstsein für das Aussterben der echten Tiere, doch fällt es schwer, die Technologie zu verdammen, die in der Lage ist, ausgestorbene Spezies wieder zum Leben zu erwecken. Die Tiere selbst müssen noch präsentiert werden, doch CyberLife verspricht, dass sie die Realität noch übertreffen werden. Zweifellos ein idealer Wochenendtrip für die ganze Familie. Wenn man die Zeit dafür hat, ne? Thank you.
Das Opfer hieß Todd Williams, ein Arbeitsloser aus Corktown. Er soll von seinem Androiden erschossen worden sein, einem AX-400. Der Android ist flüchtig und eine Fahndung wurde eingeleitet. Live für Kanal 16 News, ich bin Joss Douglas. Du hattest keine Wahl. Er hätte mich ganz bestimmt totgeschlagen. Was machen wir denn jetzt? Wir wissen nicht, wohin. Und die Polizei sucht uns jetzt. Hast du noch mehr Familie? Jemanden, der uns helfen kann? Nein. Es gab immer nur Dad. Der Android von gestern gab mir eine Adresse. Und dort würde man uns helfen. Versuchen könnten wir's. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir hier nicht bleiben können. Wir gegen den Rest der Welt, Alice. Nur wir beide. Wir müssen uns immer vertrauen. Ich habe nur dich und du hast nur mich. Und ich werde tun, was ich kann, um dich glücklich zu machen. Mach dich jetzt fertig. Ich besorge was zu essen für dich und dann gehen wir los. Die Frage ist, woher soll ich jetzt noch was zu essen nehmen? War das nicht meine ganze Kohle, die ich ausgegeben habe für das Zimmer hier? Hole Frühstück für Alice. Von wo denn? Jetzt sag mir nicht, ich muss zur Rezeption gehen. Der will doch meinen Ausweis dann haben. Wenn er nicht vielleicht sogar schon die Polizei gerufen hat. Ich wusste es. Warte mal. Okay, ich bin mir unsicher, ob er sie gerufen hat oder ob die selber hierher gekommen sind. Lieutenant Anderson, Detroit Police. Er hat sie nicht gerufen. Einen weiblichen Androiden, der gestern den Laden da hinten ausgeraubt hat. Was gesehen? Ein Android? Nein, ich nehme keine Androiden. Haben Sie diese Person schon mal gesehen? Fuck. Ich wusste doch, dass mit ihr was nicht stimmt. Sie kam gestern Nacht. Sie sah völlig normal aus, wissen Sie? Es war nicht zu erkennen. Ist sie noch hier? Ja, nehme ich an. Zimmer 28. Danke. Fuck. Oh, jetzt müssen wir Connor spielen und Zimmer 28 untersuchen. Ben, ja, sie ist immer noch im Haus. Schicken. Ich muss alles irgendwie unternehmen, um hier die Leute, um hier Zeit zu schinden oder so. Ich will das Zimmer nicht untersuchen. Du wartest im Auto. Sie werden mich brauchen, Lieutenant. Ich weiß mehr über Androiden, als Sie es tun. Hör mal, ich bin die ewigen Widerworte leid. Du bist eine Maschine, also halt deine Klappe und tu, was ich dir sage. Ich möchte nur meine Mission erfüllen. Tut mir leid, wenn sie das aufregt. Du willst nicht als Dose enden? Dann geh mir nicht mehr auf den Sack. Leck mich am Arsch, Hank, leck mich am Arsch. Das Game leckt hier irgendwie ein bisschen, sorry dafür. Ich weiß nicht, wieso. Ich komm trotzdem mit. Ich versuche irgendwie Zeit zu schinden und Hank aufzuhalten. Damit Kara und Alice entkommen können. Wenn ich das irgendwie machen kann. Wenn ich irgendwie eine Wahl habe, sozusagen. Ich frage mich nur, warum der so krass was gegen die Zusammenarbeit hat. Ich bin doch wirklich super hilfreich. Hoffentlich sind wir abgehauen schon. Hoffentlich irgendwie durch ein Fenster raus oder so. Und haben die Waffe auch mitgenommen. Gut, 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 gut. Sie ist weg. Ja, am besten mit der Bahn. Am besten mit der Bahn weg.
Okay, die Gefahrenstufe muss sich vermindern. Das tun wir vor allem dann, wenn wir auf gar keinen Fall in die Richtung von Polizisten laufen oder so. Und wir müssen dahin. Gefahrenstufe 20%. Gut. Hier lang, Alice. Bald wird alles wieder gut. Oh! Mein Herz! Das war arschknapp, ey. Oh, shit. Wir dürfen auch auf gar keinen Fall hier unten einen Unfall verursachen oder sowas. Wenn wir irgendwie Aufmerksamkeit erregen, dann war es das. Also nicht gegen ein Auto laufen oder irgendwie sowas. Was ist hier? Oh, ja. Oh, nein! Nein, geht weg. Oh, das ist doch mit Absicht so spannend gemacht. Da ist noch ein Polizist. Das ist immer noch ein gutes Stück. Ugh. Verstecken, verstecken. Ugh. Was macht ihr denn, ihr Trottel? Scheiße, das sind sie. Stopp, Polizei! Ich hab gesagt, versteckt euch und ich hab die richtige Taste gedrückt. Fuck it. Da lang, sie sind auf dem Weg zum Bahnhof. Oh, ich hoffe, ich hab noch eine Chance. Okay, ich hab die Chance. Einfach, kann ich hier ein Quicktime-Event verkacken oder so, damit sie entkommen können? Ich hoffe. Aber ich kann, es ist keine Zeitmission, sonst würde ich die Zeit einfach ablaufen lassen, aber ich muss hier jetzt hier hinlaufen. Sie sind da drüben! Ja, lasst euch Zeit, wirklich. Ihr klettert darüber, es ist okay. Nicht schießen, wir brauchen sie lebendig! Oh, das ist jetzt scheiße gefährlich. Oh, hätte ich mich einfach mal... Ich bin leider... Oh, wäre ich doch zum Bahnhof gekommen, ey. Dieses war doch wahrscheinlich wieder das letzte Event, was ich verkackt habe. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, ich will das nicht überqueren. Gott, hier muss ich jetzt alles richtig machen. Sonst werden wir überfahren. Sie dürfen nicht entkommen! Werden Sie nicht! Sie schaffen es nie auf die andere Seite! Das Risiko nicht eingehen! Hey, du bringst dich doch um! Ich gebe auf! Du verfolgst sie nicht, Connor! Das ist ein Befehl! Ja, ist okay. Diesmal bin ich auf deiner Seite, Hank. Diesmal bin ich auf deiner Seite. Wir verfolgen sie nicht. Oh Gott! Oh nee! Fuck! Ja! Bist du okay? Ja, schön, dass wir es beide geschafft haben, aber rennt weiter, Alter. Die Polizei kommt da bestimmt irgendwie rüber, wenn die das wollen. Ihr müsst jetzt aber ganz weit weg. Ach, hätten wir es doch geschafft, ohne entdeckt zu werden, wäre es bestimmt leichter gewesen. Aber ich glaube, wir haben es noch rausholen können, indem wir die Quicktime-Events alle geschafft haben. Kara und Alice haben die andere Seite erreicht. Ich weiß nicht, ob hier wirklich jemand hätte sterben können. Ich weiß nicht, ob hier jemand hätte überfahren werden können. Also das wäre fucking sad gewesen. Connor gehorcht Hank. Guck mal, wenn wir ihm nicht gehorchen und hinterherlaufen, gäbe es noch zwei andere Möglichkeiten. Aber ich habe ja gesagt, ich werde mit Connor auf jeden Fall alles tun, damit Kara und Alice irgendwie wegkommen. Hey, hier gibt es noch einen ganz, ganz anderen Baum.
Was ist denn das hier unten alles noch? Also du kannst auf gar keinen Fall alles schaffen und alles erleben, oder? In der Story. Es sei denn, du müsstest halt jedes Kapitel mehrfach spielen und ganz andere Entscheidungen treffen. Also das bedeutet hier jetzt nicht, dass wir nicht 100% irgendwie machen, wenn wir nicht alle Wege sehen. Von Polizei. Guck mal hier, guck mal, das wären wir nicht von der Polizei entdeckt worden. Und ich wette mit euch, das war das letzte Event, was ich da verkackt habe, leider irgendwie, obwohl ich dachte, ich hätte mich richtig versteckt, dann wäre hier wahrscheinlich, dieses Ende ist wahrscheinlich, sind zum Bahnhof gekommen und instant abgehauen. Dann hätten wir diesen ganzen Scheiß gar nicht machen müssen. Aber ich schätze, es ist so wie in den anderen Entscheidungsspielen auch. Wenn du verkackst, hast du immer nochmal eine zweite Chance, das irgendwie wieder gut zu machen. Und das hier war unsere zweite Chance. Wir mussten irgendwie über den Highway abhauen. Und das haben wir geschafft. Puh. Nun gut, Leute. Dann war das hier mal ein etwas kürzerer Part. Ich bedanke mich fürs Einschalten und es geht beim nächsten Mal im nächsten Kapitel weiter.